Ja, Thema ist jetzt grafisches Aufleiten, Integrieren, Wiederherstellen, zurück und nicht rechnerisch, sondern wirklich wieder anhand von einem gegebenen Graphen. Basis auf jeden Fall das videografisches Ableiten. Ich habe auch hier nochmal einen Ableitungsgraph oder nehme ihn gleich mit rein, um dann vielleicht es einfacher zu machen, um rückwärts zu denken. Nochmal kurz aufgewühlt, wenn ich ableite, die Ableitung gibt ja die Steigung an. Die Steigung im Hochpunkt ist, Tangente angelegt, natürlich 0. Das heißt, für den Ableitungsgraph, er hat dort natürlich eine Nullstelle, da die Steigung ja 0 ist. Was macht der Graph vor dem Hochpunkt? Er steigt. Positive Steigung heißt Kreuzchen im Positiven. Was macht der Graph danach? Er fällt. Fallen heißt negative Steigung, also Kreuzchen im Negativen. Ableitungsgraph, Nullstelle, vorher Lichter im Positiven, hinterher Lichter im Negativen. Was heißt das für den Graphen? Jetzt gehen wir schon den ersten Schritt wieder zurück von f' wieder zu klein f. Nullstelle heißt, Steigung ist 0. Graph liegt im Positiven heißt, Graph darüber steigt. Graph liegt im Negativen heißt, oben drüber, Graph fällt. Kann man sich auch sonst auswendig lernen, wenn man nicht weiter reinsteigen möchte. Probieren wir es jetzt aus. Wir wollen von klein f zu groß f, also zur Stammfunktion, den Graphen wollen wir zeichnen. Woran orientieren wir uns jetzt, wenn wir zurückgehen? Wir orientieren uns nicht an Hoch- oder Tiefpunkt und machen unten drunter eine Nullstelle, sondern wir wollen ja zurück und wir orientieren uns an den Nullstellen. Was ist bei einer Nullstelle? Ich weiß, bei einer Nullstelle ist oben drüber irgendwo die Steigung 0. Jetzt wisst ihr ja nicht wo. Vielleicht orientiert ihr euch erstmal so, einfach einen Strich hoch. Irgendwo dort ist jetzt die Steigung 0, also eine waagerechte Tangente, potenziell ein Hoch- oder Tiefpunkt. Ich muss jetzt gucken, wo liegt der Graph vorher? Kreuzchen im Negativen heißt, der Graph oben drüber fällt. Danach ist ein Kreuzchen im Positiven, das muss heißen, danach steigt der Graph. Nullstelle, Steigung 0. Nun weiß ich, hier muss ein Tiefpunkt vorliegen. Steigung 0, ich weiß noch nicht wo. Was ist vorher? Kreuzchen im Positiven, Graph steigt. Hinterher Kreuzchen im Negativen, Graph fällt. Nullstelle heißt oben drüber Steigung 0. Es muss ein Hochpunkt vorliegen. Warum habe ich ihn so weit oben gezeichnet und nicht unten? Weil wir vorher schon herausgefunden haben, hier liegt ein Tiefpunkt. Nach einem Tiefpunkt muss irgendwann weiter oben drüber ein Hochpunkt kommen. Hättet ihr ihn hier unten hingezeichnet, hätte es nicht mehr gepasst. Woran könnt ihr euch noch orientieren? Schaut nochmal im videografisches Ableiten nach. Wenn ihr von F 1, 2 Ableitungen runtergeht, dort eine Nullstelle heißt ja, hier muss ein Wendepunkt vorliegen. Oder anders, auch wieder im videografisches Ableiten. Ein Wendepunkt hat bei seiner ersten Ableitung von dem Graphen einen Hoch- oder Tiefpunkt. Hier ist ein Hochpunkt, muss hier oben drüber bedeuten, dort ist irgendwo ein Wendepunkt. Alles zusammengefriemelt und gebastelt, Tiefpunkt. Irgendwo der Wendepunkt an dieser Stelle, Hochpunkt. Und schon haben wir den Graphen der Stammfunktion.